So, da sind wir auch schon wieder. Ja, ich nehme jetzt direkt die nächste Folge auf, weil ich denke mal, dass es jetzt bald zu Ende sein wird. Deshalb, gucken wir mal, was passiert. Nein, jetzt wird er sie zwingen, das zu machen. Hi, Jody. Okay, der General. Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation, leider. Wir können Sie nicht gehen lassen. Töten können wir Sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Nein, so wie die Mutter. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Nein. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jody. Aiden, töte ihn. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe. Kommt schon, Leute, kann doch nicht sein jetzt. So kann es doch nicht enden. Ryan wird uns sicher helfen, oder? Nathan hilft uns auch nicht. Du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Hilf mir, Nathan. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Wovon? Wovon redest du bloß? Das Eindämmungsfeld. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Es sind nicht nur Seelen auf der anderen Seite. Es ist der Tod. Ich habe den Tod besiegt, Jody. Alles wird einfach perfekt sein. Hab Vertrauen in mich. Ich habe kein Vertrauen in dich. Wir müssen die Maschine zerstören. Wir müssen die Maschine zerstören. Aiden, hilf mir. Aiden. Ryan. Hilft mir. Du schaffst das nicht, Aiden. Versuch was anderes. Versuch was anderes, okay. Wir können auch nicht raus. Was soll ich denn was anderes versuchen? Ach so, da. Hol Hilfe. Ja, ich versuch ja. Schnell. Ich versuch's ja. Wo ist denn die Hilfe? Oh, ist da Ryan? Wo ist der Rest vom Team? Ryan! Vince und Nick? 3 Monate frei. An einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Diese Bastarde! Kann ich hier irgendwas umhauen? Hey, ich hab noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Komm schon, ist dir das nicht aufgefallen? Ist das euer Ernst, Leute?
Cole hier. Hallo? Hallo? Leute, ist das euer Ernst? Sind hier Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Aiden? Ja. Bist du es, Aiden? Ja. Das ist echt nicht witzig. Was sollte Aiden? Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Komm mit. Komm mit. Ich bringe euch zu ihr. Jody, Aiden. Zeig uns den Weg. Gut. Und jetzt? Komm, schnell. Hilft uns. Du willst, dass wir den Aufzug nehmen, ist das richtig? Ja. Oh, es wird spannend langsam. Ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Aiden, hilf uns. Aiden! Schleust uns an ihm vorbei ein. Tisch 42, hallo. 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 Ist sicher ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton. Tatsächlich, Sie sind auf der Liste. Tut mir sehr leid. Gehen Sie durch. Danke. Schnell, Aiden. Führ uns zu Jody. Ich bin ja dabei. Da war irgendwas. Jetzt? Da! Jody ist hier? Ja. Jody! Sie ist raus. Komm her. Nathan.
Er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Eindämmungsfeld. Gott, er hat's getan. Er hat's getan. Brauchst du Hilfe? Nein, ist okay. Ist okay. Hier lang. Beeilung. Nein. Los, zack. Wir werden den Kabelladen überqueren. Nein. Wir müssen hier raus. Jetzt. Wir haben vielleicht eine Chance, das Feld zu reaktivieren. Vielleicht ist es auch zu spät. Scheiße! Wir sind raus! Wir sind alle raus! Mein Gott, wir können sie nicht stoppen! Der Schild funktioniert nicht! Nein! Nur Sie können das machen! Dawkins ist wahnsinnig, das Feld ist weg! Jetzt verjagen Sie diese gottverdammten Monster los! Ich sollte sie töten, Macbeth. Aber das Letzte, was die Infrawelt braucht, ist so ein Mistkerl wie Sie. Gehen Sie mir aus dem Weg! Clayton! Sie werden mich sofort ausbringen, Clayton! Echten Clayton, das ist ein Befehl! Oh. Verstehen Sie das als meine Kündigung? Sie gehen alle drauf hier. Wir werden alle sterben. Was können wir machen? Weiß ich nicht. Keine es Ahnung. Funktioniert nicht. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Wir können hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Warte. Eine Sache kann ich noch versuchen. Beeilung! Die Zeit ist knapp! Ja, bin ja da. Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus, ihr lasst das Militär bezahlen für den Mist. Jody, nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Ryan? Ich wollte schon immer einen Heldentod sterben. Okay. Die Beta-Sonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Rest in peace. Richtiges Suicide Squad am Start hier. Die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Jody, du darfst nicht so nah an sie rankommen.
Dann los! Die sehen uns! Lauf! 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 Nein! Fuck! Jody, sie kommen! Jody, nein! Das war knapp. Tut mir leid, Prinzessin. Du musst jetzt ohne mich weitergehen. Nein, 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 niemals. Ich lass dich nicht hier. Finde die Betasonne, Jody. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jody. Aiden hat getan, was er konnte. Gut, machen wir die Tür mal auf. Stimmt, ist Nathan auch da unten. Die Betasonne. Los, ziehen wir es durch. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Ich habe keine Zeit mehr. Ich wollte ihm sagen, wie sehr ich liebe, aber ich konnte nicht. Hörst du das? Du darfst nicht hinhören! Geh weiter! Ich kann nichts vergessen. Einfach weiterlaufen. Nein, es ist nicht möglich. Wer sind die? Einfach weiterlaufen. Komm schon, Jody. Mein Baby. Ich suche mein Baby. Hast du es gesehen? Nein. Nein, ich... Ryan hin. Alter, irgendwie habe ich das Gefühl, man kommt nicht näher, ne? Das ist Nathan. Nathan! Ich kann sie nicht finden! Ich rufe sie, aber keiner kommt! Schau doch hin! Das hast du getan! Du hast alles zerstört, weil du die Wahrheit nicht verkraften kannst! Ich vermisse sie! Ich vermisse sie so sehr!
möglicherweise können wir das alles noch stoppen. Ich weiß, das ist nicht, was du willst. Ich weiß, das ist auch nicht das, was Helen und Laura gewollt hätten. Ich hab euch vermisst. Ich hab euch so vermisst. Nur du kannst das groß beenden, Jody. Tu es für mich. Ja, wo müssen wir denn jetzt Jody, hin? Fuck, da bist du. Was war los? Seine Suche ist jetzt vorbei. Komm mit. Irgendwie hat das gar kein Ende so. Man läuft die ganze Zeit geradeaus, aber... Jetzt kommt der Große, ich sag's euch. Hört sich schon nach ihm an. Ja. Jetzt kommt der Große. Ryan! Komm schon, Jody. Komm schon. Verfluchte Monster. Ohne Dämmungsgürtel wären wir tot. Oh. Mein Eindämmungsfeld ist kaputt. Was? Ganz sicher? Check die Bedienung. Ich sag doch, es funktioniert nicht. Fuck. Uh-oh. Fuck, denk da! Mir muss was einfallen. Fuck. Hier. Nein, was soll das? Du hast die beste Chance zur Zerstörung der Peterson. Jetzt nimm was und tu es! Diese Dinger werden dich zerreißen! Nimm das dämliche Ding und zerstör sofort den Kondensator. Jetzt, bevor ich es mir anders überlege. Wir versuchen es ja, aber es hat kein Ende. Wo ist der Kondensator? Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Es geht nicht, Jody. Es ist zu spät. Ich drücke ja schon wie wild. Komm schon. Es geht alles. Man muss nur wollen. Komm schon, Jody. Ma cosa faccio, sale? Ma sta buona, ti saticaci! Oh,
müssen wir jetzt da? Ich sehe es schon. Komm schon. Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Jody, diesmal gibt's richtig Ärger! Gib mir mein Kind zurück! Ganz ruhig, Nora! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Verdammt doch mal, was ist denn hier los? Der Zwilling. Er wurde leider von der Nabelschnur erdrosselt. Wir konnten nichts für ihn tun. Ich will meinen Sohn sehen. Der Zwilling? Aiden. Stimmt, Aiden war der Bruder. Ach, krass. Wir konnten uns nicht verlassen. Unsere Seelen haben uns vereint. Ich habe dich geliebt und dich gehasst die ganze Zeit. Aber du warst ein Teil von mir. Ah, jetzt sind wir zwischen den Welten. Wahrscheinlich. Ja, wohin gehen wir? Keine Ahnung. Links oder rechts? Ich gehe mal links. Die andere Seite. Eine andere Welt. Man wird zum Wind. Zu Sternen, zum Universum. Ich bin bei Aiden und denen, die ich liebe, für immer. Und was mit der rechten Seite? Leben, fühlen, mich verlieben. Ich liebe dich, Jody. Alt werden. Ich liebe dich. So viele Dinge, die ich noch tun will. Haben wir jetzt die Wahl? Leben jenseits. Irgendwann kommt man sowieso ins Jenseits, denke ich mal. Deswegen entscheide ich mich immer zuerst fürs Leben. Wir sehen uns später, Leute. Haut rein. Tschö.
Oha, die hat es einfach überlebt. Wahrscheinlich hat Aiden sie beschützt. Nehme ich mal an. Wir leben. Aiden? Aiden hat sich geopfert, damit sie lebt. Ein Wunder. Scheiße. Wir haben es geschafft. Aiden? Das ist Mist. Gut, wir machen mal schnell weiter. Vielleicht kommt jetzt noch irgendwas. Letzte Sequenz, Happy End oder sowas. Seitdem die Betasonne zerstört wurde, bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt. Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Das ist wie in einer Endlosschleife. Sie läuft immer und immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken, ganz ohne Ordnung. Also schreibe ich Tag und Nacht seit Wochen. Versuche, mein ganzes Leben zu Papier zu bringen. Wenn ich alles vergesse, sind diese Blätter hier meine Erinnerung. 3 Monate nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Man forscht noch immer nach der Ursache für den Unfall mit insgesamt 283 Opfern auf einer Pentagon-Militärbasis. Regierungsvertreter bestätigen, dass alle Behörden hierbei Hand in Hand mit den Ermittlern arbeiten zur Aufklärung dieser erschütternden Tragödie. Im Moment lässt mich die CIA in Frieden. Ich vermute, sie machen sich gerade mehr Gedanken um meinen neuen Kondensator als um mich. Wahrscheinlich. Ich weiß, sie werden immer weiter experimentieren. Jetzt, wo sie die andere Seite kennen. Ehrlich gesagt, ist mir völlig egal. Jetzt baue ich mein Leben auf. Besser spät als mein nie. Mein Leben ohne Aiden. Besser spät als nie, ne? Schon solange ich am Leben bin, wollte ich immer ein Leben ohne ihn. In Freiheit, ohne dass er ständig da ist an meiner Seite. Ich hab, was ich wollte. Aber jetzt fühlst du dich leer. Ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Ja, siehst du mal. Schon fast als hätte man etwas von mir amputiert. Ich weine andauernd. Ich weiß, das ist dämlich. Shit.
vermisse ihn furchtbar. Oh, er lebt auch noch. Schön. Diese Ohnmacht. Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. Also, wir können uns jetzt entscheiden. Wir können zu Ryan gehen, zu Jay. Keine Ahnung, wer Jay ist. Ryan hat uns am meisten geholfen. Wir könnten Zoe helfen, die auf der Straße ihr Kind geboren hat, oder alleine losziehen. Also ich wäre ja eher für allein, aber komm, die fühlt sich einsam. Gehen wir mal zu Ryan, der hat uns geholfen. Es war offensichtlich. Tief im Herzen, da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum. Um zu hören, was ich fühle. Ich brauchte eine Weile, um zu erkennen, was Ryan mir bedeutet. Ich war so lange traurig und allein. Ich wusste nicht mehr, wie es ist, jemanden zu lieben. Happy End! Tidum. Wollte der doch alle haben, oder? Gut. Freut mich für Jody. Am Ende noch alles gut gegangen. Und ich denke mal, jetzt ist es auch vorbei. Wir verreisten so weit weg, wie wir konnten. Ich musste lernen, wieder zu lieben. Jemandem mein Vertrauen zu schenken, nicht mehr zu streiten und wegzulaufen. Also, ich musste lernen zu leben. Ryan und ich haben nie wieder darüber geredet. Als wäre das alles nie passiert. Ist doch schön. Als würde die andere Seite nicht da sein. Als könnte sie nie zurückkommen in unser Leben. Jetzt kommt Aiden. I'm back, bitches. Das wär's. Jetzt sagt sie so, ich bin schwanger. Doch nicht. Hör mal, Ryan. Ja, Jody? Ich bin schwanger. Komm, sag es. Das wäre die Prediction of the Year. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, deswegen keine Ahnung. Irgendwas wird sie noch sagen. Aiden? Oh, meine erste Vorhersage war richtig. Aiden kommt.
Aiden. Sehr gut, sehr gut. Schön. Ja, das war ein schönes Happy End, Leute. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Und ja, ich freue mich schon auf unser neues Projekt. Ich werde den jetzt gleich anfangen, denke ich mal. Haben wir noch Zeit? Ja. Oh, was kommt jetzt noch? Ich sehe Dinge in der Nacht. Über die Zukunft wahrscheinlich. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber ich weiß, das ist gelogen. Visionen über die Zukunft. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein. Es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Das war's, Leute. Ja, wie ich schon sagte, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an alle, die dabei waren. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Spiel. So, haut rein. There's no time to look for.